Yo, yo, meine Freunde, was geht? Und heute geht's weiter mit einer neuen Episode im ungeplanten Format, nämlich mit Truppa Tadel ungeplante Games. Ich hoffe, euch geht's gut. Es geht's los hier mit Bioshock Infinity. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, heute wird es hiermit weitergehen, wie ihr gerade schon sehen könnt. Ich bin sehr gespannt. Mir geht's auch sehr gut heute. Also, let's go beginnen. Es geht hier richtig ab. Und ja, ich habe noch das wiederholt und nochmal nachgeholt, was wir beim letzten Mal gemacht haben, weil irgendwie wurde nicht alles gespeichert, leider, deswegen habe ich nicht alles jetzt, deswegen wurde nicht alles jetzt so, wie ich eigentlich wollte, gespeichert, aber egal, ich würde sagen, meine Freunde, das hört uns einfach nicht weiter, ich würde sagen, es geht hier los und ich wünsche euch auch viel Spaß jetzt hier. Auf jeden Fall auf Anhieb schon mal. Und heute wird es auch spannend, weil wir beim letzten Mal, ja, zu sagen, die Stadt schon mal fertig erkundet haben. Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Box aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gerne Box verbinden. Ja, ich merke schon, ist halt echt ein bisschen komisch, ne? Aber egal. Ist ja nicht schlimm, ist okay, aber ich kann manchmal Leute nicht zuordnen, wenn die irgendwas vorhaben, was ich irgendwie nicht erkenne, weil wir haben schon gesehen, dass das Menschen sind, die eine Maschine oder so eine Waffe irgendwie in der Hand halten, aber es ist ganz komisch, sowas zu sehen. Und vielleicht wollen wir uns auch irgendwie bedrohen, kann aber auch sein. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist der Sünder und Heiliger in einem. Das kann sein. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so kann. Oder ob das einfach jetzt auch so stimmt, was er sagt, aber es kann sein, ja. Und wir waren beim letzten Mal schon hier, aber jetzt bin ich ja nicht fertig und jetzt machen wir wirklich mal was Neues, was ich bisher noch nicht hier aufgenommen habe. Weil mir ist halt aufgefallen, das Spiel speichert leider nicht automatisch. Ich glaube in Bioshock 1 und auch, wie ich gehört habe, in Bioshock 2 kann man, glaube ich, speichern, aber in Bioshock Infinity geht es irgendwie gar nicht. Das ist schon echt ein bisschen weird, aber egal. Ich glaube aber auch, dass gerade, dass das irgendwie gespeichert wurde, weil guck mal, ich bin gerade hier vorbeigelaufen, das wurde gespeichert. Aber das andere nicht, dann verstehe ich aber auch nicht, warum das Spiel nicht gespeichert werden kann, zwischendurch, wenn das hier gespeichert wurde, weil ich bin auch gerade. Da haut rein und ciao! Yo, da bin ich wieder am Start, weil gerade irgendwie die Aufnahme wieder abgebrochen wurde, aber egal. Dann werde ich halt wieder alles zusammenstarten, ist ja nicht schlimm. Das ist ja von mir, das ist ja eigentlich nicht neu von mir, dass ich immer alles zusammenschneiden muss. Oder dass ich alles zusammenschneiden will, oder dass ich wirklich das einfach so umsetzen will. Dass ich einfach nicht irgendwie 1000 Videos habe in kleinen Teilen, das geht mir auf den Senkel. Das habe ich früher immer so genervt, so gehasst. Und das kommt einfach nicht in Frage. Deswegen, der entire Sprache kann mich einfach mal am Arsch lecken und der kann mir nichts mehr tun. Nein, ich werde die Videos versuchen dann. Ich versuche einfach dann mehr Zeit zu beschaffen, um halt dann ein bisschen mehr Mühe auch reinzubringen. Obwohl ich eigentlich nicht geplant habe, in so Projekten wie Bioshock Infinity meine App zu nutzen oder meine Schnitt-App, wo ich dann wieder alles. Aber ich habe ja gesagt, das ist okay, dann schneide ich einfach alles in einen rein, ist ja nicht schlimm. Also gut. Jetzt konzentriert uns dümmste aller dümmsten Fails immer vermeiden. Konzentrieren uns einfach mal hier auf das Spiel und hör nicht irgendwie weiter auf oder hören einfach jetzt hier drauf, was ich hier gerade laber. Das ist einfach unwichtig. Es ist auch unwichtig, denn jeder ist immer und immer wieder zu hören. Weil es immer und immer und immer und wieder zu hören. Das ist auch immer nicht gestattet, um ein Let's Play irgendwie zu unterhalten. So, was kann ich für euch denn tun, meine lieben Leute? Ach, die wollen Ball spielen, oder? Ja, ich glaube schon, dass die Ball spielen wollen, aber. Ich glaube, hier müssen wir auch hin, okay. Ach, meine Güte. Ich habe ganz vergessen, meine Freunde. Das Video wird übrigens auf USK 18 gestellt, weil es nicht brutal heute kommen wird. Also, wer das Spiel unter 18 guckt, soll es vielleicht mit Bedacht gucken. Also, da weiß man auch Bescheid. Oder dann soll man auch Bescheid wissen, dass man hier wirklich was, dass hier wirklich was nicht so ganz kindgerechtes Raum rauskommen, weil hier kann auch was Brutales rauskommen, also sei auf jeden Fall gewarnt, für Leute, die unter 18 sind, sollen vielleicht nicht ganz so gucken, was hier so geschieht, aber ihr könnt es natürlich machen, aber ich hoffe einfach nicht, dass ihr irgendwie Albträume bekommt oder dass es euch das schlecht geht nach dem Video, das wünsche ich euch natürlich auch nicht
Aber das wird auch nicht so sein, weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die wirklich dann Angst haben vor so einem Spiel. Aber das kann ja auch wirklich sein. Es gibt auch Leute, die alle dort nicht mögen. Aber gut, ja. Yes, gerne, gerne, gerne. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal los hier. Und das haben wir einfach an, mit der Verlosung geht, weil ich will gar nicht mehr wissen, was sie so machen können. Und was einfach jetzt hier so erreichen können in der neuen Part hier. Oder in der neuen nächsten Runde hier von Bioshock. Wow, meine Fresse, Alter. Geil, oder? Geil. Geil, Scheiß. Oh mein Gott! Was ist das denn los? Oh, da wird irgendwas nicht ganz, ja, da wird irgendwas nicht beachtet gerade hier. Hier werden wohl Leute gezwungen, sie zu bewerfen. Das mache ich auch gar nicht. Also ich würde sowas niemals machen. Aber die sehen schon so alt aus wie ein, weiß ich nicht. Komm wieder, schmeißen sie einfach ab. Sie zum Paarwerf, Alter. Ich bin eigentlich nicht so, ich will auch nicht so sein, aber heute einfach mal eine Ausnahme. Heute schlagen wir einfach mal die Lieben raus hier. Und, oh mein! Was? Ach so, das sind die Suchenden. Ach, die suchen mich. Ach, genau. Ich wollte doch gerade auf die werfen, aber auch nicht auf dich. Ach, Scheiße. Jetzt aufpassen, jetzt bitte echt brutal aufpassen. Achtung, USK 18, meine Freunde, USK 18. Ganz wichtig. Ach du Scheiße. Oh Gott, nee, das wird echt schlimm, meine Freunde. Das war echt nicht menschlich. Und jetzt muss ich wirklich mal mich hier wehren. Ach du meine Güte. Das war echt was. Und was haben die eigentlich mit den Menschen gemacht? Ich glaube irgendwie, dass die hier irgendwie das hier vorbereitet haben, haben irgendwie die zwei Typen da irgendwie festgenommen und halt irgendwie gezwungen irgendwie als, weiß ich nicht, also als Spaß irgendwie, die haben versucht irgendwie die Menschen zu bedrohen oder irgendwie zu zwingen, dass die irgendwie da stehen und dass die irgendwie da so beworfen werden. Also so ein bisschen diese Ungerechtigkeit werden hier, die ganzen Ungerechtigkeiten werden hier nicht eingehalten. Alter, was soll ich machen? Ich hätte nicht mein Schwert. Achso, ich muss vielleicht eine Waffe nehmen, vielleicht. Das könnte gut sein, aber wo habe ich denn eine Waffe? Ja, aber mit wem? Ich habe keine Waffe. Doch, aber ich habe eine Waffe. Eine Fähigkeit habe ich zumindest, aber ist ja nicht wenig. Ist ja nicht wenig und auch nicht viel. Jetzt habe ich hier gar nichts mehr, weil ich auf gedrückt habe. Das bringt aber gar nichts mehr, leider. Ja, was soll ich machen? Ach du Kacke, nein, bitte nicht. Ich habe noch nicht mehr... Doch, okay, habe ich doch. Entschuldigung. Ja, ich hab doch was, aber ich habe keine Waffe mehr zum Schießen, leider. Ja, ich weiß, tut mir leid, ich bin ein bisschen dumm gewesen, tut mir leid. Ja, kannst du dich bitte mal ein bisschen aufstehen hier? Kannst du bitte mal ein bisschen jetzt, genau. Wenn ein, okay, auf den Gegner siehst, kannst du X gedrückt halten, um ihn. Ja, aber kann ich, okay, genauso Voice haben, genauso. Ich wollte dich aufstehen, nicht mehr, nicht weniger. So, komm mal her. Hier, ihr kommt alle her. Och, nee, ich hab noch verloren, ey, bitte nicht. Das hat mich ja so schlecht angestellt, noch nicht mal als sie bekommen, was ich wollte. Ich wollte nur die Gegner besiegen. Das ist eigentlich alles, was ich wollte. Nicht mehr. Ich wollte die einfach tot machen. Mehr nicht. Aber jetzt ist mir wirklich was sehr Schlimmes zugestoßen. Ich bin in Game Over gegangen, aber das ist schon unangenehm. Aber wie, ich glaube, ich habe irgendwie, früher hatte ich, glaube ich, echt eine Waffe gehabt, um mich zu besiegen. Aber irgendwie habe ich die nicht bekommen, die Waffe gerade. Ich sehe auch keine Waffe. Aber egal, ich muss erstmal versuchen, die Gegner zu besiegen, meine Freunde. Ach, Scheiße, Alter, nee. Das geht nicht hier. Ihr mich hier schlagen wollt, ey, das geht nicht. Komm mal her. Wo seid ihr alle, Alter? Ihr doofen scheiß Arschlöcher. Komm mal alle her jetzt hier. Zack, bam und bam. Ja, so ist es halt leider. In dem Spiel wird es ein bisschen brutaler, wie man vielleicht merkt. Also wirklich. Ich will echt nicht hier aus Basis kämpfen. Aus Ernst. Oder aus Zwang. Oder ich glaube, der hat einfach vor Wut einfach keinen Bock mehr, mich zu fangen. Ach, jetzt habe ich doch neu. Okay, jetzt habe ich doch die Waffe bekommen. Das ist eine Pistole in Gold, okay. Damit können wir uns auf jeden Fall gut wehren. Das sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir uns auch damit gut wehren können. Na gut, aber ich glaube, jetzt sind uns keine Gegner mehr hinterher, oder nicht? Ich glaube nicht, nee, okay.
Das war gerade echt was. Das war gerade echt. Ich habe irgendwie, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es war gerade echt schon ein bisschen verrückt, dass wir da Leute gesehen haben, die irgendwie gefangen wurden. Also diejenigen, die da arbeiten, die halt irgendwie das alles vorbereitet haben. Du kannst dich schon verpissen, du brauchst gar nicht mehr, brauchst gar nicht erst mich hier nerven. Boah, du brauchst mich gar nicht erst mal versuchen zu bekommen oder mich irgendwie anzunerven. Ich werde dir kein einziges Mal eine Chance jemandem geben. Du hast noch nicht mal eine Chance, mich hier fertig zu machen, also hast du auch gar keine Chance für mich. Oh nein, bitte nicht! Alter! Also die erschrecken schon sehr, sehr ein, muss ich sagen, aber ich glaube, der hat sich jetzt ein bisschen ver... Ich glaube, er wird sich ein bisschen... Okay. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Maschine. Wenn ich, glaube ich, die treffe, dann trifft sie mich auch, oder nee. Ich glaube, wenn ich die jetzt tot schlage, dann ist sie, glaube ich, tot, aber ich glaube, sie ist auch dann für meine. Ist sie nicht, ja nicht auf meiner Seite oder auf deren Seite? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, dass ich auch einfach dann auf deren Seite bin, oder dass die auf deren Seite von mir ist. Das könnte sein, doch, ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur manche. Manche Maschinen, die halten, glaube ich, nur zu den Gegnern. Es gibt aber auch, wie gehört halt größtenteils auch nur Maschinen, die dann erst böse sind, also halt nicht nerven wollen und dann halt irgendwie, dass sie versuchen, dass sie halt irgendwie versuchen, dann die Geräte anzugreifen. Es gibt so Maschinen, ich weiß echt nicht, wie ich die oder wie ich da halt was zu sagen soll oder wie ich halt die auch benennen soll. Aber ich denke mal, es sind einfach Leute oder Gegner oder verschiedene. Ich bin gestorben, habe gar nicht gemerkt, meine Frau, Entschuldigung. Aber ich bin absolut nicht ganz so gestorben, egal, so. Du, ihr werdet sterben, nicht ich. Ich werde nicht sterben hier. Ihr doofen, oh nee. Ich bin echt schlecht heute, meine Freunde, aber egal. Du kannst dich schon mal verbissen hier. Du kriegst mich nicht noch einmal. So, ich hab echt nur wenig, okay. Wollte ich gerade sagen, ich habe gerade noch wenig Leben, die man gerade sehen kann, leider. Ja, das war aber echt ein bisschen dumm von mir. Naja, ich bin zufrieden. Ich habe es Angst gehabt, gerade wegen diesem Spiel, aber ich glaube, das kann ich einfach auch verstehen. Das könnt ihr auch verstehen, glaube ich. Ich hätte bis Angst, dass ich mich wirklich auch anstelle hier, dieses Spiel, aber heute kommt einfach mal wirklich das Finale vom letzten Mal, weil beim letzten Mal hatten wir halt ein Video gemacht, aber das ist irgendwie aus irgendeinem Grund sehr dumm ausgelaufen, deswegen ich hatte einfach gar keine Chance mehr irgendwie auszusprechen, weil ich habe irgendwie gedacht, ich glaube, mir ist beim letzten Mal auch so ein Disconnect irgendwie passiert, also mir ist so ein bisschen wie, ihr müsst euch vorstellen, oh, scheiße, Entschuldigung, das war mein Controller, alles gut, mein Freund, ist nicht schlimm, ist mein Controller gewesen, aber er ist dann zum Glück auf dem Teppich gelandet, also alles okay. So, wie gesagt, zum Thema Disconnect. Also es war kein Disc, nein, es war, also ich habe das einfach nur als Beispiel genommen, das Wort einfach nur als Beispiel genommen. Ich wollte einfach nur sagen, dass das letztens, was mir passiert ist, also wo ich einfach sprechen wollte, dann ist mir irgendwie das flöten gegangen, also ist mir einfach die Nachricht, ist mir einfach das Video flöten gegangen, wie halt immer wegen internen Speicher, Scheiß, wegen internen Speichermangel. Und ich glaube, es war echt so, ich habe gesprochen, wollte irgendwie schon fast die Folge beenden, dann ist auf jeden Fall alles zurückkommen. So ein bisschen wie Disconnect, also halt einfach sofort ist man weg und dann kann man irgendwie gar nicht mehr irgendwie aufrufen. So ist man einfach sofort auch weg. Das ist schon ganz komisch, dass man einfach dann sofort wirklich dann nicht mehr keine Chance hat, wiederzukommen. Aber egal, heute gebe ich mein Bestes, dass auch heute auch die Aufnahme wirklich gut geschnitten ist, dass ich auch gut auch aufgenommen wurde und dass ich auch keine Scheiße dabei hier, dass auch keiner hören kann. Es zack, bah. Zum Glück auf dem Teppich gelandet, also alles okay. So, wie gesagt, zum Thema Disconnect. Also es war kein Disconnect, nein, es war, also ich habe das einfach nur als Beispiel genommen. Das Wort einfach nur als Beispiel genommen. Ich wollte einfach nur sagen, dass das letztens, was mir passiert ist, also wo ich einfach sprechen wollte, dann ist mir irgendwie das Flöten gegangen. Also ist mir einfach die Nachricht, ist mir einfach das Video flöten gegangen, wie halt immer wegen internen Speicher-Scheiß, wegen internen Speichermangel. Und ich glaube, es war echt so. Ich habe gesprochen, wollte irgendwie schon fast die Folge beenden, dann ist auf jeden Fall alles zurückkommen. So ein bisschen wie ein Disconnect, also halt einfach sofort ist man weg und dann kann man irgendwie gar nicht mehr irgendwie aufrufen. So ist man einfach sofort auch weg.
Das ist schon ganz komisch, dass man einfach dann sofort wirklich dann nicht mehr keine Chance hat, wieder zu kommen. Aber egal, heute gebe ich mein Bestes, dass auch heute auch die Aufnahme wirklich gut geschnitten ist, dass ich auch gut auch aufgenommen wurde. Und dass ich auch keine Scheiße laber hier, dass auch keiner hören kann. Es ist total ganz laut hier und man kann aber auch keinen hören. Und man kann so gut wie keinen ins Bett hören. Aber egal. Ach Gott, haut einfach ab, ihr dummen Bastard, Alter. Ihr seid einfach so nervig, ey. Ihr seid echt so krank, Alter. Ihr seid so krank, Alter. Ihr seid einfach so krank und ihr seid einfach so nervig. Das gibt auf den Zeiger, dass ihr einfach mich immer so nerven wollt hier. Du, nein. Okay, also irgendwie kann ich ein bisschen dumm, aber ich glaube, das liegt einfach dran, dass ich gerade auch als Play und hier unterhalten. Ich glaube, dass ich einfach diesmal wirklich mal eine entspannte Runde machen. Komm, ein bisschen wird ihr labern, ein bisschen wird ihr Scheiße labern jetzt hier. Ich stehe jetzt einfach mal ein bisschen mehr darauf achten, was einfach hier auf das Spiel drauf. Oder was einfach jetzt auf das Spiel. Oder was einfach jetzt gerade in dem Spiel passiert. Würdest du sagen. Oder was einfach in dem Spiel einfach gerade so angeht. Oder so halt einem gerade was einfach hier gerade so. Hier so. Passiert. Oder einfach hier so gerade abgeht, wollte ich sagen. Entschuldigung, ich habe mich gerade nicht richtig ausgedrückt. Aber gut. Kann man auch irgendwie sich bücken? Ich glaube nicht. Nee, kann man nicht. Okay. Kann man sich bücken, meine Freunde? Scheiße. Das geht nicht. Warum konnte ich eigentlich in die Wand schießen? Das verstehe ich nicht. Tut mir leid. Können die auch eigentlich ein bisschen schießen, diese doofen Waffenteile? Ich meine, diese doofen Roboter. Ich weiß es gar nicht. Ich denke nicht, aber es kann natürlich auch irgendwann mal vorkommen, dass die mich wirklich sehr, sehr meter weit auch stehen können. So. Aber ich glaube, diese Katze ist eigentlich eine Katze, doch ich glaube schon. Da ist, glaube ich, Geld drin. Naja, habe ich doch gewusst. Also, ich muss sagen, sie sieht von hinten gar nicht so aus wie eine Katze, aber. Oh, was ist das denn hier drin? Oh, cool, Alter. Richtig geiler Lagerraum mit Essen und so. Obwohl die nicht so ganz lecker aussehen oder nicht so ganz. Ja. Die will schon. Oh, jetzt habe ich einfach so ein bisschen mehr Haare bekommen. Also, habe ich Glück gehabt, meine Freunde. Oh, mein Gott. Ich habe gerade irgendwas getrunken, was mich zu einem besoffen macht, aber auch zu einem mir halt gerade die rote Linie wieder aufgefüllt hat. Das freut mich wirklich zu hören, dass mir sowas wirklich mal wieder gegönnt wurde hier. Okay, also man kann nicht überall reingehen, man kann wirklich nur da reingehen, wo auch wirklich die Tür offen ist oder halt, wo die Tür einfach aufgeht. Aber habe ich noch was vergessen? Ich gucke mich nochmal hier an. Ich könnte aber auch diesen doofen Roboter, der mich nerven will, ich glaube, man kann sich aber auch zu einem guten Roboter bringen. Ich glaube, man kann ja aber auch zu guten Roboter auch irgendwie erschießen oder halt irgendwie bringen, indem man sie nämlich komplett besiegt. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt echt nur sehr wenige Roboter an der Zahl, die wirklich, ich glaube, erst zu uns lieb sind oder zu uns schlecht sind und dann halt irgendwie lieb sind. Habe ich zumindest verstanden so. Und das ist, glaube ich, so ein Verkaufsautomat, ne? Genau. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Also hier ist auf jeden Fall Salz, Munition für Pistole, Gesundheit-Kit, 20% mehr und das ist halt nee, das 80%, das 20% und das ist halt, was halt hier so gerade im Angebot ist von diesem Automat. Aber ich brauche es jetzt noch nicht. Ich habe gerade, wie gesagt, ich könnte vielleicht Salz gebrauchen. Doch, Salz kann ich auch nicht gebrauchen. Ich könnte auch nicht mehr Salz kaufen, wenn ich noch genug Geld hätte. Ich weiß, ich habe aber leider kein Geld. Ich glaube, ich habe wirklich zu wenig Geld da. Salz kostet leider fucking 19 oder 67 Dollar. Aber dann habe ich halt... Ich könnte wirklich jetzt ein Viertel von meinem Salz versuchen, wieder zu kaufen. Aber ich habe einfach kein Geld. Weil ich habe jetzt ja halt 5 Münzen. Ich könnte vielleicht gucken, ob ich noch hier irgendwo Geld finde. Ich denke mal nicht. Doch, hier ist Geld. Nee, hier ist doch kein Geld. Hier ist Zuckerwatte, aber nur für die Gesundheit, nicht für unseren Geldbeutel. Lustig. Aber das ist halt einfach mal. So. Ist hier vielleicht Geld drin? Nee, hier ist eine Banane, Soda und noch ein anderes Zeug drin. Wunderbar. Das hilft meine Gesundheit auch sehr. Das tut meine Gesundheit aber auch sehr gut, wollte ich sagen. Entschuldigung. So. Also ich muss sagen, es ist schon echt ein geiles Spiel. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut auch hier. Die Atmosphäre ist baba und macht mir auch Spaß, die wirklich sich mal ein bisschen umzuschauen hier. Mal ein bisschen auch mal hier den Spannen. Also ist schon aufregendes Spiel, aber es macht aber auch Spaß. Mal ohne abschalten in deinem Real-Life-Leben. Das hat schon echt das Spiel, finde ich.
Aber komisch, weil es einfach sofort, also das halt erst so lieb ist und dann denkt man halt, Alter, was ist jetzt auf einmal los? Also ich habe irgendwie jetzt gedacht, das Spiel will gar nicht erst böse sein, aber es ist doch dann böse, indem es gerade, wie man sehen kann, bei diesem Jahrmarkt gerade sehr brutal zukommen ist. Und das ist nicht mehr normal, meine Freunde. Was ist bloß los? Jo, mein Gott, jetzt gibt es, glaube ich, eine richtig spannende Szene hier, meine Freunde. Ich glaube, ich bin echt ein bisschen beängstigt gleich, weil das wird gleich echt nicht mehr im Ernst und nicht mehr so auf Spaß gemacht hier. Also, das wird echt ernst hier, was gerade passiert hier. Und wer ist das eigentlich, bitteschön? Ist ein Feuertyp oder was los hier? Was soll ich machen gegen den? Besiegen oder kämpfen? Die hat so ein bisschen was von den Bioshock 1 Robotern, finde ich. Aber nicht viel. Und ich habe nur den Bioshock Infinity als erstes Bioshock gespielt, danach Bioshock 1 und dann Bioshock 2. Und deswegen kann ich die auch noch nicht, weil ich habe die tatsächlich erst bekannt, als ich Bioshock 1 privat gespielt habe, nachdem ich Bioshock Infinity schon davor gespielt habe. Deswegen, ich habe sie echt nicht erkannt. Beim ersten Mal, als ich Infinity gespielt habe, habe ich gesagt, was ist das für ein Feuergegner? Aber ich hätte nie gesagt, dass es so eine Art Easter Egg ist von Bioshock 1, die Roboter oder diese ganzen Dürer. Alter! Die ganzen Typen da oder die ganzen verschiedenen Tiere oder die ganzen Tücher. Oh mein Gott. Die ganzen verschiedenen Tüners. Also das sind halt so verschiedene Tüners oder Tüters. Das sind also verschiedene wirklich Tüssel. So verschiedene Typen, die uns irgendwie nerven wollen. Also so richtig angenervt sind wir auch. Und ich kann mir vorstellen, wie der Typ jetzt hier reagieren würde, wenn er wirklich unter Feuer stehen würde. Okay, ich bin gerade wohl unter Feuer und ich muss, glaube ich, den Teufelskuss ausgerüstet haben mit ZL. Drücke ZL, während du Teufelskuss. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist echt ernst gemeint. Ich kann es gerade nicht lesen, was da drauf steht, um eine feurige Granate zu werden. Also das ist eine feurige Granate. Also damit kann man wohl die ganzen Bösewichte, die ganzen Gegner auch damit besiegen. Na, das ist echt interessant, muss ich sagen. Ich hab doch gerade meine Joy-Cons angeschlossen. Was sage ich spiele gerade nicht? Ich hab doch gerade meine Controller, oder meinen Pro-Controller oder meine Joy-Cons einfach angeschlossen. Ist doch egal, was ich hier angeschlossen habe. Hauptsache, ich spiele irgendeinen Dingsbums hier. Und da könnt ihr mir nicht sagen, ob ich das nicht angeschlossen habe. Ich hab's angeschlossen. So eine Lüge, was hier einfach hier verbreitet wird von dem Spiel. Aber egal, so. Aber ich muss sagen, ist echt schon geil gemacht. Die Atmosphäre ist cool gemacht. Der Qualm, der hier hochsteigt. Aber es ist echt krank und auch schon echt traurig, dass hier sowas wirklich passiert ist. Dass einfach jetzt gerade die ganze Stadt hier in Feuer ist. Schon echt ein bisschen unheimlich. Aber es sieht wohl so aus, dass es nur eins der ersten Städte oder eins der wenigen Städte in dem Spiel. Das ist halt das, was halt gerade noch okay ist. Das ist eins der einzigen Städte. Gerade betroffen ist mit Feuer. Ist so ein bisschen wie den Covid-19-Virus. Ihr müsst euch vorstellen, nur in China ist gerade der Virus. Und dann ist einfach nur ein Teil von der Welt betroffen. Und das müsst ihr euch jetzt vorstellen, in Kolumbien. Kolumbien hat verschiedene Orte und wir haben halt gerade nur einen Ort. Und das ist der erste Ort, der halt gerade mit Feuer verbrannt wurde. Weil nämlich viele Leute, die uns halt gar nicht ertragen können, die einfach gegen Kolumbien sind, die wollen Krieg machen, die wollen es einfach so lager schießen und auch einfach totschlagen. Und deswegen wollen die uns einfach die ganze Stadt zerstören, obwohl wir lieb sind und obwohl wir halt irgendwie nur Glück tun wollen, aber die wollen uns einfach so sagen, irgendwie verarschen und halt irgendwie nur Schlechte tun mit unseren Schächen hier. Also schon echt gemein, ne? Wie die einfach reagieren, finde ich. Also krank. Ja, wo ist ich denn? Wo ist der Roboter, Alter? Da, okay, scheiße. Da brauchen mehr, ja, was soll ich machen? Hier, da ist er, scheiße, nein. Haut mal alle ab hier, doofen. Okay, ich glaube, ich kenne irgendwie gerade besiegt diesen Typ, aber egal. Ist egal. Ist auf den Kopf geschossen, das war ganz schön brutal, fand ich, aber ist egal, scheiße. Du kannst dich mehr am Arsch lecken. Danke. Also irgendwie treffe ich gar nicht heute. Irgendwie gar nicht. Obwohl ich mein Bestes tue. Ich
ich noch nicht mal Geld bekommen von diesem Typen, der sich gerade hier freiwillig geopfert hat, weil er einfach wegrennen könnte, dieser Lappen, Alter. Dieser dumme Lappen, Alter. Okay. Er hat auch noch seinen Hut fallen lassen und eine Waffe, wie ich gerade sehe, oder? Aber ich kann die leider nicht nehmen. Okay, dann ist es egal. Dann ist es ja sowieso egal. Ich habe einfach nur trotzdem akut Oberhand nehmen kann. Aber ich glaube nicht, dass man alle Waffen nehmen kann in das Spiel, Alter. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Part Ende oder ein gutes Ende oder ein guter Schluss hier mit dem Video gerade. Ich glaube, das ist ein gutes Ende für das Video, meine Freunde, weil wenn wir nämlich hier, glaube ich, speichern, müssten wir, glaube ich, auch jetzt alles gespeichert haben. Ich glaube, jetzt haben wir alles geschafft hier. Und ich muss sagen, die Aufnahme hat mir auch gut gefallen. Und jetzt, glaube ich, geht's los hier. Weil wenn immer ein neuer Bereich anfängt, dann kann man sagen, oder dann kann man immer behaupten, dass das Spiel immer gespeichert wird. Also ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rein und dann machen wir dann halt, wie halt gerade dort halt im nächsten Ball weiter. Was einfach ein guter Schlusspunkt heute für heute ist. Für die neue Folge hier von Bioshock Infinity. Und das ist wohl der neue Ort. Und den werden wir hoffentlich in irgendeiner neuen Folge. Wenn ich einfach mal wieder Lust drauf habe. Wenn ich einfach mal wieder bis Bock drauf habe auf Bioshock. Dann werde ich, wie gesagt, weiter mein Spiel mit euch. Und nämlich genau hier weitermachen. In meinem neuen, noch relativ neuen Projekt. Mit Europa, Tal und Geplante Games. Ich weiß auch jetzt. Ich will auch jetzt schon behaupten, dass es nicht mehr neu ist. Aber ich muss sagen. Wir bleiben immer auf neuesten Stand. Wir machen immer Spaß hier. Immer Bock, immer gute Laune haben wir immer hier. Also muss sagen, mir gefällt es echt gut, wie ich einfach aufnehme. Nun gut, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende des Parts. Wir sind jetzt zum Ende des Parts gekommen. Ich danke euch, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Und ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Ende gewesen und ein gutes Ende ist es auf jeden Fall gewesen. Oder ich muss sagen, es ist auf jeden Fall auch ein gutes Ende geworden hier. Und ja. Das auf jeden Fall das geschafft, solange bis einfach das Spiel speichert, weil wir hatten halt leider gerade, wie man halt sehen konnte, hatten wir halt keine richtigen Speicherorte, aber jetzt wurde irgendwie das Spiel, glaube ich, gespeichert und jetzt wurde das einfach so ein bisschen irgendwie auch versucht, endlich mal abzuspeichern, dass ich einfach jetzt sagen kann, dass wir einfach jetzt einen Schlusspunkt gezogen haben und auch einfach jetzt hier Schluss machen können. Ja. Ich muss sagen, es hat mir gut gefallen heute, meine Freunde. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich danke euch. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön, dass ihr auch einfach nochmal das hier alles angeguckt habt. Ja, das war echt geil heute. Ohne Scheiß. War auch wirklich spannend. Aber auch super, ein bisschen brutal von diesen ganzen Geschichte. Aber es ist ja ganz normal bei Bioshock. Man denkt vielleicht am Anfang, es wäre ganz lieb und es wäre ganz ins Kind gerecht gezogen. Aber nein, es ist wirklich nicht so. Auf die leichte Schulter genommen das Spiel. Es hat schon eine Brutalität, kann man so sagen. Okay, ich bin raus. Also, ciao, ciao und Dankeschön, weil ich eure ganze Format-Sachen hier so gut bringen kann, wie es euch nur will. Also, ciao, ciao. Einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von irgendeinem Truppe ungeteilt, kleinen Game. Also, meine Freunde, haut rein und ciao!